Du schaust auf die weißen Wolken weit unter dir hinab, als du zwei Flugbegleiter in der Nähe sprechen hörst. Sie klingen entsetzt. Und dann stehen sie nicht mehr im Gang. Du reibst dir die Augen, schweben in der Luft. Zusammen mit der Hälfte der Passagiere. Das Einzige, was dich davon abhält, dasselbe zu tun, ist dein Sicherheitsgurt. Die Regel, bitte bleiben Sie in Ihrem Sitz immer angeschnallt, zu befolgen, lohnt sich. Bald hörst du die angestrengte Stimme des Piloten. Liebe Fluggäste, sagt er, wir haben versehentlich die Erdatmosphäre verlassen und haben das Weltall erreicht. Bitte seien Sie beim Herumschweben vorsichtig. Ah, nun, das erklärt einiges, denkst du dir. Die Flugbegleiter versuchen so zu tun, als sei das alles ganz normal. Sie schweben den Gang entlang und halten sich an Kopfstützen und Gepäckfächern fest. Irgendwann versuchen sie, das Mittagessen zu servieren. Und die Passagiere finden heraus, dass schwereloser Orangensaft sehr hübsch aussieht. Er formt lustige Blasen verschiedener Größen. Irgendwann entscheidest du dich, auch mal Schwerelosigkeit auszuprobieren und löst deinen Sicherheitsgurt. Juhu! Es macht Spaß, ist aber auch furchterregend. Du kannst deine Bewegungen nicht kontrollieren. Du schwebst einfach von Luftzügen getragen umher. Manchmal stößt du gegen andere Passagiere. Das Essen, das aus dem Cateringwagen schwebt, die Wagen selber, Bücher, Laptops, Jacken. Alles, was nicht befestigt war, als das Flugzeug die Atmosphäre verließ. Das ist vermutlich nicht sehr sicher, aber da du nicht sehr schnell bist, kommst du heil davon. Wenn diese Reise lange genug dauert, wirst du dich vermutlich an die Lebensweise von Astronauten auf der ISS gewöhnen müssen. Sagen wir mal, du bekommst plötzlich Heimweh und fängst an zu weinen. Deine Tränen würden nicht deine Wangen hinunterlaufen und auf dein T-Shirt tropfen. Sie würden an deinen Augenlidern hängen bleiben und sie reizen. Du kannst nicht duschen, weil Wasser einfach winzige Tropfen formen und wegschweben würde. Also müsstest du dich mit speziellen Feuchttüchern säubern. Oh, und übrigens, deine Kleidung könntest du auch nicht waschen. Wie die Astronauten auf der ISS müsstest du sie einfach wegwerfen. Du würdest auch essbare Zahnpasta und Shampoo haben, das man nicht auswaschen muss. Wenn dein Flugzeug so lange im All bleibt, dass dein Haar zu lang werden würde, müsstest du es mit einer speziellen Schere mit einem winzigen Sauger und Auffangbehälter schneiden. So würde sich dein Haar nicht im ganzen Flugzeug verteilen. Stell dir vor, jemand würde es einatmen. Oh-oh. Du schaust dich um und beobachtest ein lustiges Phänomen. Deine Mitpassagiere rotieren in der Luft. In bestimmten Intervallen ändert sich ihre Rotationsachse um 180 Grad. Das Ganze wiederholt sich immer und immer wieder. Die Wunder der Schwerelosigkeit. Plötzlich siehst du eine Spinne. Was macht die denn hier? Scheinbar spinnt sie ein Netz. Aber weil das Tierchen in der Schwerelosigkeit arbeiten muss, ist das Netz sehr unregelmäßig aufgebaut. Es sieht ein bisschen aus wie ein Ball. Plötzlich fängt deine Nase an zu jucken. Super, du musst niesen. Der Rückstoß wirbelt dich durch die Luft und du krachst desorientiert in eine Wand. Alles wird schwarz. Leider würde dein Abenteuer nicht lange dauern, wenn dein Flugzeug wirklich ins All fliegen würde. Weil Flugzeuge einfach nicht darauf ausgelegt sind, im Weltall zu fliegen. Die durchschnittliche Flughöhe eines normalen Flugzeugs beträgt zwischen 9.500 und 11.500 Meter, was ziemlich hoch ist. In dieser Höhe ist die Luft sehr dünn. Daher können Flugzeuge leichter fliegen und, was noch wichtiger ist, verbrauchen weniger Treibstoff, was den Fluggesellschaften Kosten erspart. Sie können nicht tiefer fliegen, aber auch nicht höher. Sobald ein Passagierflugzeug einen Flughafen verlässt, müssen die Piloten die Maschine so schnell wie möglich so hoch wie möglich bringen. Das Durchschnittsflugzeug erreicht seine Flughöhe von 10 bis 11 Kilometer in den ersten 10 Flugminuten. Gleichzeitig hat jede Maschine eine eigene Flughöhe, basierend auf ihrem Gewicht und anderen Eigenschaften. Die berühmte Überschallpassagiermaschine Concorde, die mit doppelter Schallgeschwindigkeit fliegen konnte, flog beispielsweise viel höher als moderne Flugzeuge, in ca. 15.000 bis 18.000 Metern Höhe.
In einer Höhe von knapp 11 Kilometern können Flugzeuge schlechtes Wetter wie starke Winde und Regenfälle der tieferen Atmosphärenschichten vermeiden. Außerdem werden sie dadurch auch nicht mit anderem Luftverkehr durch beispielsweise Hubschrauber oder kleinere Flugzeuge konfrontiert. Und zuletzt und am wichtigsten ist, dass Piloten im Notfall Zeit haben, eine Lösung zu finden, wenn sie in mehr als 10 Kilometern Höhe fliegen. Okay, verstanden. Je höher, desto besser. Aber warum überschreiten Flugzeuge dann die Reiseflughöhe nicht? Wisst ihr, wenn ein Flugzeug sehr hoch fliegt, braucht es mehr Zeit, in eine sichere Höhe zurückzukehren. Und bei Notfällen wie plötzlicher Druckabnahme zählt jede Sekunde. In so großen Höhen können Flugbesatzungen außerdem nicht so effektiv mit der Bodenkontrolle kommunizieren wie in der normalen Flughöhe. Je höher man fliegt, desto dünner wird die Luft. Das ist nichts Schlechtes, außer ein Flugzeug fliegt zu hoch. Denn irgendwann ist die Luft zu dünn, um die Maschine zu tragen. Der Unterschied im Luftdruck sorgt für den nötigen Auftrieb. Aber in zu großen Höhen ist dieser Unterschied zu klein. Außerdem fehlt Flugzeugen in zu großen Höhen der Sauerstoff, um die Triebwerke mit Kraftstoff zu versorgen. Ein Flugzeug hat weniger und weniger Luft, je höher es fliegt. Und irgendwann kann es nicht mehr weiter aufsteigen. Leider kann das zu einer Katastrophe führen. In geringeren Höhen können Flugzeuge sich auf den Wind verlassen. Aber so hoch oben müssen sie zu viel Energie und Treibstoff aufwenden, um in der Luft zu bleiben. Und vergesst ihr Gewicht nicht, je mehr eine Maschine wiegt, desto schwerer ist es, sie in eine bestimmte Höhe zu bringen. Wenn ihr jedoch statt in einen Airbus 380-800 in eine X-15 einsteigen würdet, würdet ihr mehr vom Weltall sehen. Die meisten Menschen haben eine falsche Vorstellung vom Weltall. Sie glauben, dass es weit weg und schwer zu erreichen ist. Das All beginnt nicht ab einer bestimmten Höhe über der Erdoberfläche. Aber um es einfacher zu machen, wurde bestimmt, dass die imaginäre Grenze zwischen der Erdatmosphäre und dem All, auch bekannt als die Kármán-Linie, bei 100 Kilometer über dem Meeresspiegel liegt. Also zurück zu dem Raketenflugzeug, der X-15. Sie wurde Mitte der 50er designt und hatte im Juni 1959 ihren Jungfernflug. Sie hatte sehr dünne, recht kurze Flügel, die für so viel Auftrieb und Stabilität sorgten wie möglich. Das Flugzeug flog mit fünffacher Schallgeschwindigkeit und es hatte einen innovativen Raketenantrieb. Seine Leistung konnte angepasst werden und so konnte das Weltraumflugzeug betrieben werden wie ein gewöhnliches Flugzeug. Die X-15 benötigte speziellen Kraftstoff, der viel Sauerstoff enthielt. Sie konnte in Höhen bis zu 100 Kilometern fliegen und erreichte so das Weltall. Nun stellt euch vor, ihr dürftet so ein Wunderflugzeug fliegen. Im ersten Flugabschnitt würdet ihr unter dem Flügel einer Boeing B-52 getragen und abgeworfen. Den Abwurf würdet ihr definitiv merken, er wäre recht abrupt. Die X-15 wäre nicht einfach zu fliegen, aber auch sehr aufregend. Ihr könntet Sightseeings am Rande des Alls betreiben. Doch vermutlich hättet ihr nicht viel Zeit, die Aussicht zu genießen, denn ihr würdet damit beschäftigt sein, eure Überschallflugmaschine zu kontrollieren. Ihr müsstet sehr aufmerksam sein und auf jede Abweichung achten. Wenn es Zeit für den Wiedereintritt in die Atmosphäre und eure Rückkehr zur Erde wäre, müsstet ihr sichergehen, dass das Flugzeug perfekt ausgerichtet ist. Aber bis dahin könnt ihr euch im Fenstersitz eures normalen Flugs entspannen. Vielleicht werden die Menschen irgendwann mit Flugzeugen ins Weltall fliegen, aber nicht heute.